Liebe Brüder und Schwestern, besegnete Sabbat. Já jsem velice vděčný Pánu Bohu, že jste mě pozvali dnes večer mezi sebe. Ich bin sehr dankbar, dass ihr mich eingeladen habt heute Abend zu euch. To nebylo tak snadné přiletět z Bangladeše až tady. Das war gar nicht so einfach, dieser Flug von Bangladesch bis jetzt hierher. Ale já skoro přímo z letiště jdu mezi vás. Aber ich bin jetzt direkt vom Flughafen hierher gekommen und bin jetzt bei euch. Častokrát v pátek večer máme velké shromáždění v nějaké vesnici. Oft haben wir freitagabends in irgendein in den Dörfern große Versammlungen. Často přijedeme na vesnici v 9, v 10 hodin večer a otevíráme evangelizaci. Pátek večer. Oft kommen wir freitagabends an um 9, um 10 und eröffnen eine Veranstaltung, eine Versammlung. No, Bangladesch je úplně jiná země než bohaté země, jakou jsme tady dnes v Německu. Bangladesch ist ein ziemlich anderes Land als die reichen Leute, reichen Länder, die sich hier befinden, wie auch jetzt Deutschland in diesem Fall. Někdy máme shromáždění až do 1-2 hodin v noci. Manchmal dauern unsere Versammlungen bis 1 Uhr, 2 Uhr nachts. A mnozí lidé se rozhodují a odevzdávají své životy Pánu Ježíši Kristu. Und viele Leute entscheiden sich für Jesus und übergeben ihre Herzen Jesus Christus. Tak mi promiňte, že budu možná mluvit jako kdyby z jiného světa. Deswegen bitte ich euch schon jetzt um Entschuldigung, wenn ich ein wenig wie aus einer anderen Welt jetzt sprechen werde. Protože moc Božího slova má obrovskou moc. Weil nämlich Gottes Wort eine wirklich starke Kraft hat. To je ta jediná moc na tom světě, která nás tady drží, která nás připravuje pro ten brzký příchod našeho Spasitele. Das ist die einzige Macht, die uns hält auf dieser Welt und die uns vorbereitet auf Jesu baldige Wiederkunft. Pán Ježíš řekl, ne, vy jste mě vyvolili, ale já jsem vyvolil vás. Jesus hat gesagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Abyste šli, přinesli ovoce, které by zůstalo pro život věčný. Damit ihr geht und Früchte bringt, die in das ewige Leben hineinwirken. A já jsem vás pomazal a uschopnil svým svatým duchem. Und ich habe euch gesalbt und mit meinem Heiligen Geist fähig gemacht. Pán Ježíš řekl, pojďte ke mně. Jesus sagt, kommt zu mir. A učte se ode mne. Und lernt von mir. A následujte. Und folgt mir nach. Já miluji ta jeho slova. Und ich liebe sein Wort. No, to je všecko, to jsou akční slova. Weil das alles sind Aktionswörter. Ježíšova slova mají obrovskou moc. Jesu Worte haben eine riesengroße Kraft. Dělají obrovskou revoluci v našem životě. Sie bewirken eine überaus große Revolution in unserem Leben. Je to něco jako obrovské, jako rozdíl mezi tmou a světlem. Das ist so etwas wie ein Unterschied zwischen Licht und Finsternis. Vyrůstal jsem v České republice. Ich bin in der Tschechischen Republik aufgewachsen. Pod kommunistickou vládou. Unter dem kommunistischen Regime, unter kommunistischer Regierung. A pro nás jako pro adventisty, já jsem vyrůstal v adventní rodině. Ich bin in einer adventistischen Familie aufgewachsen. Pro nás školy a vzdělání bylo zavřeno. Und für uns gab es keinen Zutritt zu den Schulen und zur Bildung. Ale my jsme se doma modlili s tatínkem a s celou naší rodinou. Und mit meinem Vater und unserer ganzen Familie haben wir aber zu Hause gebetet. A když jsem jel na přijímací zkoušky na lékařskou fakultu. Und als ich zur Ärztefakultät zur Aufnahmeprüfung kam. A jsem otevřel Biblii ve vlaku. Und im Zug meine Bibel aufschlug. Moje srdce bylo strachem a chvěním. Und mein Herz bebte vor Angst und vor dem, was kommen sollte. Já jsem věděl, že nemám nulovou šanci být přijatý. Und ich wusste, ich hatte null Chance zur Aufnahme in diese Universität. A já jsem se modlil. Und ich hatte gebetet. Pane Ježíši, jaký je tvoje vůle a tvoje cesta v mém životě. Herr Jesus, wie ist dein Wille
Wille? Und als letzter. Ja. Wie ist dein Wille und dein Weg in meinem Leben? Co chceš, aby činil pro tebe? Was möchtest du, dass ich für dich tun soll? A ja jsem otevřel Bibli. Und ich schlug meine Bibel auf. On Isaiah, na Izajáše proroka 48. kapitolu. Und ich und dann war ich bei Jesaja 48 Vers 17. And a zvláště tam ta slova od 15. a 17. verš mě přímo bombardoval do srdce. Und diese Verse, besonders die Verse 15 bis 17, sie haben direkt mein Herz bombardiert. Já jsem Hospodin Bůh tvůj. To je 17. 17. Okay. Ich bin der Herr, dein Gott, který tě vyučují tomu, co je ku prospěchu, der dich lehrt, was dir nützlich ist, uvádím tě na cestu, po které půjdeš. Der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Im Tschechischen steht, ich leite dich auf dem Weg. A to se mi zabodávalo, pronikalo hluboko do srdce. Und das ging sehr tief in mein Herz hinein. In Vers 15, v 15. verši je napsáno. Im 15. Vers steht geschrieben. Já jsem ho povolal a jeho cesta bude zdárná. Ich habe ihn auch berufen und sein Weg wird gelingen. A ze mě spadl obrovský balvan nejistoty. Und von mir fiel diese Last herunter, dieser Unsicherheit. A já jsem pocítil takový pokoj do srdce, jaký jsem nikdy předtím neprožil. Und ich empfand einen Frieden in meinem Herzen, den ich bis dahin gar nicht empfunden hatte. Já jsem pocítil, že Pán Bůh mě uchopil do svých rukou. Ich hatte das Empfinden, dass Gott mich in seine Hände genommen hatte. A dal mi takové mocné ujištění. Er gab mir so eine starke Versicherung. A toto jeho slovo mě provází celým životem až do dnešního dne. Und genau dieses Wort begleitet mich mein ganzes Leben bis zu dem heutigen Tag. Někteří moji kamarádi zubní lékaři říkají, proč jsi v Bangladeši? Pojď spát. Einige meiner Zahnarztkollegen sagen mir, warum bist du denn in Bangladesch? Komm doch zurück. Ja. Ale já vím, proč jsem v Bangladesch. Aber ich weiß, warum ich in Bangladesch bin. Protože to je Boží povolání. Weil das Gottes Berufung ist. Ja. A já vím, že jak dlouho půjdu tou cestou, Pán Bůh mě drží za ruku. Und ich weiß, solange ich auf diesem Weg gehe, wird mich Gott an seiner Hand halten. A já nechci chodit jinou cestou. Und ich möchte nicht auf einem anderen Weg gehen. Já jsem velice vděčný Pánu Bohu, že mě drží, že mě vede a že mě učí. Ich bin Gott sehr dankbar. Co je ku prospěchu, k požehnání. Ich bin sehr dankbar, dass Gott mich festhält, dass er mich lehrt und dass er mich führt auf dem, was mir nützlich ist, was zu meinem Nutzen dient. Sestra Whiteová napsala, že Pán Bůh nechal napsat do Bible pro každého člověka něco osobního. Ellen White hat geschrieben einmal, dass Gott für jeden Menschen in die Bibel etwas Persönliches hineingeschrieben hat. Toto je Boží slovo pro mě osobně. Und das hier, das ist Gottes Wort für mich persönlich. Já nevím, jaké je slovo pro vás. Ich weiß nicht, was ihr für was die Worte für euch sind. Ale já jsem přesvědčený. Aber ich bin davon überzeugt, že v Biblii pro každého z nás je něco osobního. Dass sich in der Bibel für jeden von uns sich etwas Persönliches befindet. A toto je Boží slovo pro mě osobně. Und das hier ist Gottes Wort für mich persönlich. Když jsem přišel do této modlitebny teď, als ich hier in diese Kapelle kam, a když jsem se modlil a otevřel Boží slovo, und ich gebetet hatte und Gottes Wort aufschlug, najednou se dívám, to je přesně to slovo, co je tam. Dann sitze ich da und lese, das ist genau dieses Wort, wie es jetzt hier auch da steht. A to už se mi stalo v životě mnohokrát. Und das ist mir in meinem Leben schon mehrmals passiert. Že když jsem jednou jel na místo, kde se rozhodovalo, co budu dál dělat, dass wenn ich zu einem Platz kam, zu einem Augenblick kam, wo ich entscheiden musste, was soll ich jetzt weiter tun? A když jsem byl v cuk,
Und als ich im Zug war, a otevřel jsem Bibli a dívám se, schlug die Bibel auf und schaue. Exactly. To samé slovo Boží ke mně promlouvá. Und dann sehe ich genau dieses Wort Gottes. Wird jetzt wieder zu mir gesprochen. Jako kdyby mi řekl, nezapomeň. So, als ob Gott mir sagen möchte, vergess nicht. To je moje slovo pro tebe. Das ist mein Wort für dich. A moji milí bratři a sestry, já prožívám denně moc Božího slova v mém životě. Und meine lieben Schwester und Brüder, ich erlebe täglich die Kraft des Wortes Gottes in meinem Leben. Žít v Bangladeši bez Božího slova je nemožné. Ihr wisst, in Bangladesch ohne Gottes Wort zu leben, das ist unmöglich. Každý den ráno, když se modlím, tak prosím, Pane Ježíši, které je to tvé slovo pro mě, pro ten úkol, který je přede mnou pro dnešní den? Wenn ich jeden Morgen meine persönliche Zeit mit Gott verbringe, dann bete ich Gott und frage ihn, Gott, zeig mir, was ist heute dein Wort für mich, für die Aufgabe, die ich heute tun soll. A zeptejte se mých spolupracovníků, každý den večer máme pobožnost, máme ranní, před ordinační dobou jednu pobožnost a večer druhou. Und ihr könnt auch meine Mitarbeiter fragen. Wir haben dann auch immer to je společná pobožnost. To je, ja, a také večerní pobožnost pro veřejnost a okay. S modlitevní. Dobře. Also es gibt dann, wir machen dann immer jeden Morgen eine Andacht, eine Ordinationsandacht und dann auch jeden Abend eine Andacht, wo aber auch Gäste kommen dürfen für die Öffentlichkeit. Mnoho přátel, někdy máme večer větší zhromáždění než v sobotu. Und es gibt viele Glaubensfreunde. Oft sind unsere Versammlungen am Freitag noch größer als die Sabbatversammlungen. A to Boží slovo, které dostanu ráno, promlouvá s obrovskou mocí. Und dieses Wort Gottes, was ich am Morgen erhalte, das spricht mit sehr großer Macht. A já jsem sam někdy překvapený, jak Boží slovo během dne ve mně roste a násobí se síly. Ano. Ich bin selbst davon überrascht, wie Gottes Wort im Tagesverlauf in mir wächst und sich vermehrt an Kraft. A já přeji každému z nás takovou osobní zkušenost. Und ich wünsche an jeden von euch so eine persönliche Erfahrung. A pro každý den. Für jeden Tag. Pán Ježíš řekl, jako mne Otec poslal, tak já posílám vás. Jesus hat einmal gesagt, so wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich auch euch. On poslal každého z nás. Er hat jeden von uns gesandt. Já jsem o tom naprosto přesvědčen. Ich bin davon einfach nur überzeugt. You know, náš Spasitel nás miluje nade vše naše pomyšlení. Denn unser Erlöser, er liebt uns mehr, als wir uns es vorstellen können. You know. My jsme speciální lidé na tomto světě, velvyslanci Božího království. Wir sind spezielle Menschen auf dieser Welt. Wir sind Botschafter des Allerhöchsten. Kdekoliv přijdeš, wo immer du auch hinkommst, s kýmkoliv se setkáš, mit wem du dich auch triffst, ty reprezentuješ našeho nebeského Otce a Boží království. Du repräsentierst unseren himmlischen Vater und Gottes Reich. Já jsem zubním lékařem na Adventist Dental Clinic in Dhaka in Bangladesh. Ich bin Zahnarzt in einer Klinik Nete Baka in Bangladesch. Ošetřuji také velvyslance a pracovníky z velvyslanectví. Und ich behandle auch Botschafter von dem Botschaften. A někteří velvyslanci mě pozvali k němu domů, tak jsem byl na několika už na hodně velvyslanectvích. Und einige Botschafter laden mich dann auch ein und somit hatte ich auch schon die Gelegenheit, auf mehreren Botschaften zu sein. Víte, kdo to je velvyslanec? Und wisst ihr, wer das ist, ein Botschafter? Ja. Když přijdete do velvyslancového domu, wenn ihr dann zu dem Botschafter nach Hause kommt, já jsem byl na německé ambasadě, holandské, thajské, americké, ich war auf vielen Botschaften, zum Beispiel auf der deutschen, auf der thailändischen, auf der amerikanischen, die andere sind mir schon entfallen.
Holländisch, ja, also habt ihr Polish verstanden? Polish and other. Yeah. Yeah. When, když tam přijdete do toho domu na německou ambasádu, wenn ihr zum Beispiel in das Haus der deutschen Botschaft kommt, jako kdybyste přišli do Německa. Das ist dann so, als wenn ihr nach Deutschland kommt. Všecko tam je z Německa. Da, dort ist alles aus Deutschland. Yeah. Jídlo, šaty, obrazy, podlaha. Das, no, Essen, nádobí, všecko, hudba, das Essen der Fußboten, die Musik, die Kleidung, Bilder, alles aus Deutschland, wie in Deutschland. Moji bratři a sestry, ty jsi velvyslanec Božího království. Und meine Geschwister, jeder von euch ist ein Botschafter. Du bist ein Botschafter von Gottes Königreich. Když někdo přijde do tvého domu, wenn jemand zu dir nach Hause kommt, jak to tam vypadá? Wie sieht es dort aus? Jak v nebi. Wie im Himmel? Jak v nebeském království? So wie im himmlischen Königreich? Jídlo z nebe, oblečení z nebe, řeč z nebe, chování z nebe, okay. Úsměvy z nebe. Das Essen vom Himmel, das Essen vom Himmel, die Rede vom Himmel, oblečení, die, mluva, die Kleidung hudba, vom Himmel, die Musik vom Himmel, obrazy, Bilder vom Himmel. You know, protože jste velvyslanci Božího království. Weil ihr Botschafter von Gottes Königreich seid. Milí bratři a sestry, Pán Ježíš nás povolal jako speciální gardu, nejenom na tom světě, ale když on přijde v celém vesmíru. Denn meine Lieben und Schwester, Gott hat uns berufen als spezielle Garde, nicht nur auf dieser Erde, sondern wenn er kommt, dann nimmt er uns auf in sein Königreich. Genau. On řekl, vy jste královské kněžstvo. Er hat gesagt, ihr seid ein königliches Geschlecht, königliches Priestertum. Kannst du dir das vorstellen? Ja. My to nechápem. Das verstehen wir nicht. We are looking down. Wir schauen nach unten. Okay. Ja, entschuldigt bitte, ich bin jetzt direkt aus dem englischsprachigen Gebiet gekommen. Ale jenom bych chtěl říct, jaká to je úžasná Boží milost, dobrota a moc. Povolání a Božího slova. Ich möchte euch nämlich sagen, was das wirklich für eine große Macht ist und Liebe, berufen zu sein. My jsme jeho svědkové, reprezentanti Božího království. Nejenom tady, ale když Pan Ježíš přijde, kdekoliv přijdeme, reprezentujeme našeho Otce a našeho bratra, našeho Spasitele, Pana Ježíše. Wir sind die Repräsentanten Jesu Christi, seine Botschafter. Überall, wo wir hingehen, was wir tun, wir repräsentieren immer Jesus Christus. Troschetschkin, So, go into the whole world. Jděte do celého světa, Pán Ježíš řekl. Jesus hat gesagt, geht in die ganze Welt. A tak pojďme do Bangladeše. Und lass uns also nach Bangladesch schauen. V Bangladeši je 164 milionů obyvatel. In Bangladesch sind 164 Millionen Einwohner. Z toho 90% muslimů. Von ihnen sind 90% Moslems. 9% hinduistů. 9% Hinduisten. A zhruba 0,5% buddhistů a 0,5% křesťanů. Und etwa 0,5%, also halbes Prozent Buddhisten und halbes Prozent Christen. Já nevím, kolik obyvatel má Německo, 40 nebo 60? 80? Ano, jedna. Tak. 80. Takže dvakrát tolik obyvatel je na malém území Bangladeše jako v celém Německu. Also in Bangladesch gibt es auf einem kleineren Gebiet als wie Deutschland ist eine doppelt so hohe Einwohnerzahl als in Deutschland. Bangladeschské území je veliké jako bývalá Československá republika. Die Fläche von Bangladesch ist etwas so groß wie die Fläche der ehemaligen Tschechoslowakei, als das noch ein Staat war. Ja, nevím přesně, jaká je rozloha Německa. Ich kenne es nicht, die Fläche von Deutschland, wie groß sie ist. Když někdo zná číslo, ale Bangladesch má 142 nebo 5 tisíc kilometrů čtverečních. Bangladesch hat ungefähr 142.000 Quadratkilometer Fläche. A na tom maličkém území je 164 milionů lidí. Und auf diesem kleinen Gebiet wohnen 164 Millionen Menschen. To je nejhustěji zalidněná země na světě. Das ist das am dichtesten bevölkerste Land der Welt. Tam potkat křesťana je svátek.
Dort ist es ein Feiertag, wenn du dort einem Christen begegnest. A je tam naše adventní rodina v počtu 35,000 členů, rozptýlená po těch různých vesnicích a městečkách. Und unsere kleine Adventfamilie, sie hat etwa 35,000 Glieder und sie ist verteilt im ganzen Land auf die Dörfer und die Städte. Když jsem tam přijel před 14 lety, als ich vor 14 Jahren in Bangladesch ankam, a vystoupil z letadla, na mě dýchlo, pěkné, horké, vlhké. Dann stieg ich aus dem Flugzeug aus und ich erblickte diese feuchten, schönen Berge. Když jsem tu dneska ráno vystupoval z letadla, tak jsem se třesl zimou. Und als ich dann hier jetzt auch, ja, also angenehmes Wetter auch, sagte, und als er jetzt hier ausstieg aus dem Flugzeug, da zitterte er, es war ihm kalt. Tak to, co mě první potkalo, bylo hejno děti kolem mě s nataženou rukou. Und ist Natascha. Als ich dann ankam und war das erste, was mir begegnete, eine große Menge Kinder mit ausgestreckten Händen. Und ich hatte das nicht verstanden. Und heute weiß ich aber schon, dass all diese Kinder hungrig waren. Je to jedna ze zemí, kde lidi umírají hladem. Ihr wisst, das ist eines von diesen Ländern, in denen die Menschen an Hunger sterben. Kdekoliv jste, vidíte takové žebráky. Überall seht ihr solche Bettler. Ja. Všude kolem sebe. Überall rundherum sind diese Bettler. Neuvěřitelná bída, hlad a utrpení. Das ist eine unvorstellbare Armut, unvorstellbarer Hunger und auch unvorstellbare Leiden. Když jsme jeli z letiště tady, als wir vom Flughafen hierher fuhren, tu je velký trafik. Dann sagte mir Eliška, dass hier viel Verkehr ist. A já jsem viděl sem tam nějaké autíčko. Bangladeschi. Tady. Ja, und ich habe hier aber nur ein paar Autos gesehen. To vůbec nevíš, co to je zác. Du weißt gar nicht, was ein richtiger Stau ist. To je něco úplně jiného. Das ist etwas vollkommen anderes. Všude kolem dokola jsou auta, jedou po centimetr. Und überall befinden sich nur Autos und fahren Zentimeter zu Zentimeter voran. To jsou všechno obrazy z Sendak. Das sind alles Fotos aus Sendak. Velká bída, utrpení a problém. Es geht eine große Armut, viel Leid und viele Probleme. Slums. Millions of people, Millionen lidi žijí ve slumy. Und viele Millionen Menschen wohnen in den Slums. Ja. A nemají co jíst, nemají pořádné přístroje, když přijdou deště, tak to celé zrujnují. Und sie haben nichts zu essen und wenn Regen kommt, dann ruinuidomi. Ja, dann werden die Häuser ruiniert. To jsou bambusové tyče. Das sind Bambus Stämme. Ja, a nahoru dají igelit nebo co najdou, pytloviny nebo různé věci, které se najdou na cestě. Und nach oben werden dann verschiedene Dinge gegeben, die man auf den Wegen findet, auf die Dächer. A když přijdou bouře, cyklony, tornáda a obrovské monzunové deště. Und wenn dann Zyklons kommen, Tornados, Gewitter und die Montanen, diese Regenfälle, die starken, během 10-15 minut úplně pod vodou. Dann sind innerhalb von 10 bis 15 Minuten die Wege, die Straßen unter Wasser. Toto je vchod do naší kliniky a to už místo, které je speciálně chráněné před vodou. Und das ist der Anblick aus unserer Klinik und hier ist das übrigens ein Platz, der schon speziell gesichert ist vor Wasser. A kdo neuteče včas, tak je po něm. Und wer nicht rechtzeitig flüchten kann, für den ist es zu spät. Lidé budují svoje domečky z hlíny. Die Leute bauen ihre Häuser aus Lehm. A když přijdou vody, tak to všechno se rozpustí. Und wenn dann Wasser kommt, dann
verschwinden diese Häuser, die sind ja nicht mehr da danach. A někdy během noci přijde taková obrovská vlna vody, že celé vesnice smete do moře. Und manchmal kommt eine so große Wasserwelle, dass ganze Dörfer im Meer verschwinden. Oni budují cesty na takových vyšších náspech. Sie bauen Wege auf höheren Inneslova, Náspech, sie bauen dann also auf Erhöhungen Häuser. Pod vodou, tak se přestěhují na cestu, jak to vidíte tady, a tu potom zbytek dešťového období musí přežít. Und dann gehen sie dann, nachdem das Dorf zerstört wurde, auf diese Wege, diese erhöhten Wege mit ihren Überbleibseln und müssen dann dort den Rest der Regenzeit überdauern. Takže Bangladesch, to je voda, 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 voda. To je delta čtyř obrovských řek. Und Bangladesch ist wirklich Wasser, Wasser, Wasser. Das ist ein Delta von 4 großen Flüssen. Ja. Obrovské řeky v klidu, jedna řeka 6 kilometrů na šířku. Und es sind wirklich riesengroße Flüsse. Ein Fluss ist 6 Kilometer breit. Ja. To nevidíte na druhou stranu. Ihr könnt gar nicht die andere Uferseite erblicken. A mezi tím je trošku pevniny, kde žije 164 milionů lidí. Und dazwischen befinden sich einige Festland, wo 160 Millionen Menschen leben. Mnoho takových krásných bambusových mostů. Und es gibt viele von diesen schönen Bambusbrücken. Když jdete potom, tak se to pěkně houpí. Und wenn ihr dann darauf geht, dann schaukelt das hübsch. Když to projdete, máte zážitek do smrti, na který nezapomenete. Und wenn ihr da einmal über so eine Brücke gelaufen seid, habt ihr ein Erlebnis gehabt, das ihr bis eurem Tod nicht vergessen werdet. A nebojte se, vykoupat se, to je teplá voda, to není studené jak tady. Und probiert lieber nicht darin zu baden, weil das ist heißes Wasser, das ist nicht so kalt wie hier das Wasser. A není tam moc krokodilu, tak to přežijete. Aber ihr könnt trotzdem reingehen, weil es gibt nicht so viele Krokodile, also ihr werdet überleben. No. Populace je tak hustá, die Population ist so dicht, že někdy s kolem se nedá projet. Dass es manchmal gar nicht möglich ist, vorbeizugehen an Takže, den Leuten. Když jsem se modlil a když jsem prosil, Pane Ježíši, co dělat? Und als ich dann betete und fragte, Herr Jesus, was soll ich tun? Tak jsem si připomněl, že Pan Ježíš sytil zástupy. Da ist mir eingefallen, dass Jesus den Menschen zu essen gab und sie sättigte. Tak jsem se zastyděl a řekl jsem si, samozřejmě, no to je to, co potřebujeme dělat. Und dann hatte ich mich geschämt und meinte, natürlich, das ist genau das, was wir tun sollten. A tak jsme hned doma udělali, tak jsme si řekli, koupíme více rýže a uvaříme kichuri, jídlo, které tam jedí, a rozdáme to dětem ve slamu pod námi. Und dann sagte ich mir, okay, kaufen wir mehr Reis. Wir haben da mehr Reis gekauft und das dann den Menschen gegeben, auch kichuri. Ich weiß nicht, was das ist. This is a special food from Bangladesh. Ja, also ein spezielles Bangladesch-Essen. To vypadá tak to, jak to mají tady ty děti na stole. Also diese kichuri, das ist das, was ihr hier seht auf dem Tisch, was die Kinder da haben. Ale brzy jsem zjistil, že těch dětí je tolik. Aber ich hatte bald bemerkt, dass es so viele Kinder gibt, že jsme toho navařili a měli jsme 102 porce. Und dass wir dann also gekocht hatten und wir hatten 102 Portionen. A to bylo během 2-3 minut rozdané. Und alles war schon innerhalb von 2-3 Minuten verteilt. A těch děti, co měli natažené ruce a nedostali, bylo více než těch, co dostali. Und diejenigen, die ausgestreckte Hände hatten und nichts zu essen bekommen hatten, davon gab es mehr Kinder als von denjenigen, die zu essen bekommen hatten. Tak jsem se rozhodl, že budeme navštěvovat jenom jedno místo, jeden slam. Also hatten wir uns dann entschieden, dass wir nur eine Stätte besuchen, nur einen Slum. Budeme celou tu pomoc věnovat hlavně té oblasti toho jednoho slumu. Und dass wir unsere Hilfe widmen werden diesem einem Slumgebiet. A brzy jsem ale zjistil, že to je neplnohodnotné jídlo. Aber bald merkte ich, dass das kein vollwertiges Essen war. A tak jsem přešel na chleby. Und so bin ich, da habe ich dann Brot geholt. Ale
ani s těma chlebama jsem nebyl spokojen. Aber ich war auch nicht mit diesen Broten zufrieden. Já jsem chtěl plnohodnotný grahamový chleb. Ich wollte vollwertiges Brot haben. Ale oni to tam neumí udělat. Aber die können das dort nicht herstellen. Sie sind dazu nicht in der Lage. Měli jsme jednu paní, která prosila o práci, a tak jsme jí prosili, budeš nám připravovat chleby, takové chleby pro každého člověka. Da war eine Frau, die wir dann fragten, könntest du uns helfen bei der Vorbereitung von Brot? Und zwar, also chleb ja tady nebo podle vašich představ. No, já jsem chtěl, aby to byla grahamový chleb. Ja, und also er bat eben um die Herstellung von Vollwertbrot. Ale já jsem viděl, že ty děti jsou stejně pořád nemocné. Aber ich bemerkte, dass die Kinder trotzdem immer krank sind. Pak jsem si uvědomil po určité době. Und nach einiger Zeit bemerkte ich, že vlastně ty děti nejedí žádné ovoce. Dass diese Kinder ja wirklich kein Obst essen. Že oni nedostávají žádné vitamíny. Sie bekommen dadurch keine Vitamine. Tak jsem se rozhodl, že místo toho budeme rozdávat banány. Und so entschieden wir uns stattdessen Bananen zu verteilen. A otevřel jsem nový projekt, jedno dítě pro jeden den aspoň jeden banán. Und ich eröffnete dann ein Projekt, was bedeutete eine Banane für ein Kind für wenigstens einen Tag. A toto pokračuje do dnešního dne. Und das hält bis heute an. A Pán Bůh mě učí tomu, jak tam pomáhat. Und Gott zeigt uns, er lehrt uns, wie wir dort helfen sollen. A dneska jsem přesvědčený, že ten jeden banán za den, které to dítě dostane, dělá divy a zázraky po určité době. Und ich bin heute davon überzeugt, dass diese Banane, die das Kind erhält, nach einiger Zeit Wunder bewirkt. A protože mám školy, kde už několik let krmíme děti každý den banány. Weil wir haben eine Schule, wo wir die Kinder jeden Tag mit Bananen zur Speise geben den Kindern. A kdybyste tam přišli, tak byste viděli ten obrovský rozdíl, jak ty děti jsou dneska silnější, zdravější, bystřejší, moudřejší a lépe prospívají. Und wenn ihr dorthin kommen könntet, dann könnt ihr den Unterschied bemerken, dass diese Kinder, die Bananen essen, kräftiger sind, sie sind weiser, sie sind klüger und haben auch mehr Erfolg, kommen besser voran. A dneska už mám tým učitelů, tady Lidie, ona ví, že máme celý tým učitelů pro slamské školy. Und heute haben wir ein Team, Lydia weiß das, von Mitarbeitern für diese Schulen. Já jsem velice rád, že ona je tady, ona tam byla v Bangladeši, ona je svědkem toho. Ich freue mich sehr, dass Lydia heute unter uns ist. Sie war mit in Bangladesch, sie ist Zeuge von dem, was ich erzähle. A ona navštívila naše slamské školy některé. Und sie hat einige von unseren Slum-Schulen besucht. A také i naši učitele, kteří tam učí. Und auch unsere Lehrer, die dort unterrichten. Dostávají každý den jeden banán. Sie bekommen auch jeden Tag eine Banane. Dříve byli každý týden nemocní. Früher waren sie jede Woche krank. Dneska jedna učitelka mi řekla, no letos jsem nebyla ještě nemocná. Und eine Lehrerin sagte mir jetzt, ich war dieses Jahr noch gar nicht krank. A ona byla tak překvapená. Und sie war davon so überrascht. A já říkám, jíš každý den jeden banán? Und ich sagte zu ihr, weißt du, jeden Tag eine Banane. This is a miracle from God. To je zázrak od Boha. Das ist ein Wunder von Gott. Ja. A já jsem tak vděčný, milí bratři a sestry, že i za pomoc, kterou dostáváme, abychom mohli každému tomu dítěti aspoň ten jeden banán každý den dát. Und wisst ihr, Geschwister, ich bin so dankbar für die Hilfe, die wir auch bekommen, so dass wir wirklich in der Lage sind, jeden Tag jedem Kind mindestens diese eine Banane zu geben. No. Pán Ježíš řekl, Jesus sagte, dejte jim jísti. Gebt ihr ihnen zu essen. A dříve jsem tomu nerozuměl. Früher habe ich das nicht verstanden. Ale dnes tomu lépe rozumím. Aber heute verstehe ich das schon besser. On to neřekl jenom učedníkům. Er sagte das nicht nur den Jüngern. On to neřekl jenom kazatelům. Er sagte das nicht nur den Predigern. On to řekl každému ze svých následovníků. Er sagte das jedem seiner Nachfolger. To je naše privileg, přednost a povinnost. Das ist unser Vorrecht und unsere Verpflichtung. Pro každého z nás. Für jeden von uns. Pán Ježíš řekl každému, kdo ho následuje. Gott sagte jeden, der ihm nachfolgt. Dej jim najíst. Gebt ihr ihnen zu essen. Lidé jsou hladoví.
Die Leute haben Hunger. Lidé hladoví i v Německu hladoví, nejenom fyzickým, ale duchovním chlebem. Auch in Deutschland haben die Leute Hunger, nicht nur körperlich, sondern vor allem haben sie auch Hunger nach dem Geistlichen. Und Pán Ježíš nás staví na takovou velkou laťku, on říká: "Ty jdi a nasyti." Und Jesus, er stellt uns in diese Position und sagt: "Du geh und sättige." Die učedníci řekli: "Nemáme peněz." Die Jünger sagten: "Wir haben kein Geld." A Pán Ježíš řekl: "Nepotřebuješ peníze." Und Jesus sagte: "Du brauchst kein Geld." Dej mi to, co máš, a já to požehnám. Gib mir das, was du hast, und ich werde das segnen. Ja. Další velký problém, který je, prosím, modlete se za to, abychom měli dostatek banánů pro všechny děti v našich školách. Bitte betet dafür, dass auch weiterhin die Kinder an unseren Schulen immer jeden Tag Bananen haben. Protože Pán Bůh udělal další velký zázrak. Weil Gott hat ein weiteres großes Wunder bewirkt. Já jsem šel do Bangladeše jako zubní lékař. Ich bin als Zahnarzt nach Bangladesch gekommen. A já jsem nikdy nemyslel, že budu mít školy. Ich hätte nie daran gedacht, dass ich einmal Schulen haben werde. Ale Pán Bůh mi kdysi dávno na počátku řekl: "Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu." Aber Gott hat mir am Anfang dann dort in Bangladesch gesagt: "Ich werde dir das lernen, was zum Erfolg dienlich sein wird." Já jsem tenkrát tomu vůbec nerozuměl. Ich hatte das damals überhaupt nicht verstanden. Ale dneska vím. Aber heute weiß ich. Jak mě Pán Bůh učí ve své škole věcem, který jsem nikdy nepomyslel, že budu dělat nebo že budu rozumět. Dass Gott mich lehrt in seiner Schule einige Dinge, über die ich nie gedacht hätte, dass ich das einmal tun werde oder darüber denken werde. Že jako zubní lékař budu otevírat školy a zakládat další školy ve slamech a po různých vesnicích, to mě ani ve snu nenapadlo. Das ist mir, wäre mir nie, nicht einmal im Traum eingefallen, dass ich als Zahnarzt Schulen eröffnen werde und weitere Schulen in den Slumgebieten gründen werde. Když jsem se modlil a každý den se modlil: "Pane Ježíši, použij mě ve své službě, co mohu udělat pro ty chudé lidi." Und ich betete und betete jeden Tag: "Gott, zeig mir, was soll ich tun für diese armen Menschen?" Velice brzy jsem zjistil, že tam je obrovská negramotnost a nevzdělanost. Ich bemerkte ganz schnell, dass dort ein großer Analphabetismus und eine große Unbildung herrschen. Velice málo dětí chodí do školy. Wenige Kinder gehen in die Schule. Děti musí pomáhat na obživě rodiny. Die Eltern müssen bei der Ernährung der Familie, die Kinder müssen bei der Ernährung der Familie mithelfen. A nemohou chodit do školy. Und sie können nicht in die Schule gehen. A navíc ještě v škole jsou drahé. Und zudem kommt, dass die Schulen teuer sind. A Pan Ježíš zase řekl: "Učte je." Und Jesus sagte wieder: "Lehrt sie." To je Kristův příkaz pro tebe i pro mne. Das ist das Gebot Christi für mich und für dich. A takže já nemám teď tolik času vám povyprávět, jak to vlastně všechno začalo. Und jetzt habe ich gar nicht die Zeit ausführlicher zu erzählen, wie das alles angefangen hat. Byl jsem v jedné vesnici. Ich war in einem Dorf. A tam jsem otevřel Boží slovo. Und dort schlug ich Gottes Wort auf. Kolem mě plno dětí. Um mich herum ganz viele Kinder. A najednou. Und auf einmal. Jeden mladý muž. Kam ein junger Mann. Přerušil. Er störte mich. A řekl: "Dej mi práci." Und er sagte: "Gib mir Arbeit." A hned na to druhý vedle něho taky řekl: "Dej mi práci." Und dann sagte auch gleich der zweite neben ihm: "Gib mir Arbeit." A já říkám: "Na naší klinice nemáme místo pro pracovní místo." Und ich sagte: "In unserer Klinik gibt es keine Arbeitsplätze." A najednou taková boží inspirace. Und auf einmal kam so eine göttliche Inspiration. A ptám se: "A máš nějaké vzdělání?" Und ich frage: "Hast du irgendeine Bildung?" A oni řekli: "Ja, my jsme graduovali na adventistické škole." Und sie sagten: "Ja, wir haben gerade wir haben gerade ein Studium auf der adventistischen Universität abgeschlossen." Not Universität, aber High School.
je v němčině univerzita. Okay. To je jiná. A teď najednou taková úplně přímá boží inspirace, na kterou jsem nikdy nepomyslel. Und jetzt empfing ich so eine göttliche Inspiration von Gott, auf die ich nie gekommen wäre. Já jsem poslouchal vlastní slova, která mi Pán Bůh dal do mých úst. Und ich hörte die eigenen Worte, die Gott in meine Ohren gab. A jsem říkal, tady všechny ty děti nemají kde chodit do školy. Diese Kinder, ještě kdo schreckel? Ty. No, já jsem jim řekl, těm dvěma. Ja. Ah, okay. Mladým. Ich sagte diesen beiden, diese Kinder, sie können nicht in die Schule gehen. Sie, a vy máte vzdělání, to je boží dar. Und ihr seid gebildet. Das ist eine Gabe Gottes, diese Bildung. Místo abyste seděli doma a naříkali, že nemáte práci. Anstatt hier zu sitzen und zu sagen, wir haben keine Arbeit. No, učte ty děti to, co jste se sami naučili. Dann bringt diesen Kindern das bei, was ihr selbst gelernt habt. A tam je vidíte tu budovu? Und seht ihr dort hinten das Gebäude? Tam byla obyčejná stavba, kterou z Loma Lindy studenti před několika lety přišli a vybudovali, aby tam byla modlitebna. Das ist ein Gebäude, was Studenten aus Loma Linda erbaut hatten, die dort waren. A nikdo tu budovu nepoužíval. Und noch keiner hat das Gebäude benutzt. Já říkám, to bude škola přes týden a v sobotu modlitebna. Und ich sagte, das dort kann eine Schule sein über die Woche und am Sabbat eine Kapelle. Já jsem byl překvapený, co mluvím. Ich war von dem überrascht, was ich sagte. Já jsem poslouchal sám sebe. Ich hörte mir selbst zu. Já jsem nikdy na něco takového nemyslel. Ich hatte nie an so etwas gedacht. To byla přímá inspirace Duchem Svatým. Das war eine direkt durch den Heiligen Geist bewirkte Inspiration. A oni se mě ptali, a kdy máme začít? Und sie fragten so, wann sollen wir mit diesem Studium anfangen? Na takovou otázku jsem vůbec nebyl připraven. Auf so eine Frage war ich in keinster Weise vorbereitet. A já jsem přemýšlel, no, to bylo v listopadu, konec listopadu v Bangladeši začíná školní rok 1. ledna. Und ich überlegte, das ist jetzt November, so Ende November, und in Bangladesch beginnt immer das Schuljahr am 1. Januar. A tak jsem o tom uvažoval, a mezi tím oni nahlas řekli. Und so überlegte ich gerade, und dann sagten sie dazwischendurch laut, my můžeme začít hned. Wir können jetzt anfangen. Já jsem se chopil těch slov. Ich griff diese Wörter auf. Máte pravdu, dneska je čtvrtek. Ich sagte, ja, ihr habt recht, heute ist Donnerstag. Sobotu, pojďte na tu školu, já tam budu mít speciální program. Ihr kommt dann am Sabbat in dieses Gebäude, ich werde dort ein spezielles Programm haben. A já vás představím řediteli té školy. Und ich stelle euch dem Leiter, dieser Direktor dieser Schule vor, aby vás podpořil, damit er euch unterstützt. V sobotu odpoledne tady v té modlitebně uděláme zhromáždění. Und am Sabbatnachmittag veranstalten wir in dieser Kapelle eine Versammlung. Já vás představím celé vesnici. Ich stelle euch dem ganzen Dorf vor. A v neděli ráno v 8 hodin otevřeme školu. Und am Sonntagmorgen um 8 Uhr eröffnen wir die Schule. Dříve než pojedu zpátky na kliniku do Daky, tak já tady přijdu v neděli ráno, abychom otevřeli novou školu. Und bevor ich dann wieder zur Klinik zurückfahre, komme ich noch hierher zum Sonntagmorgen und eröffne die Schule. I to byly zázraky za zázrakem. Und es waren Wunder nach Wundern. Přesně se to tak stalo, jak jsem to řekl. Es ist genau alles so geschehen, wie ich es gesagt hatte. Když jsem se vracel z té vesnice s překladatelem, kazatelem z toho místního sboru. Und als ich dann wieder zurückkam von dort mit meinem Übersetzer und dem Gründer der Ortsgemeinde. On mi řekl, no tebe tady Pán Bůh poslal. Und da sagte er, dich hat Gott hierher geführt. To, co jsi tady teď řekl? Das, was du jetzt hier gesagt hast. No, proč jsme to už dříve neudělali? Warum haben wir das nicht schon eher gemacht? To je takové jednoduché. Das ist doch so, to je takové jednoduché. Das ist so einfach. Ja. Pod Božím vedením a vnuknutím Ducha Svatého všechno je jednoduché. Unter Gottes Führung und Eingebung des Heiligen Geistes ist alles einfach. Ja. A ta škola existuje do dnešního dne. Diese Schule existiert bis heute.
No, a to je, víte, to je těžko vysvětlit, ale takové inspirace častokrát dostávám v té službě pro na té Boží i Vinici. Wisst ihr, das ist schwierig zu erklären, aber solche Inspiration erhalte ich öfters für diesen Dienst. Možná tady je snímeček z jedné školy, to je na ulici, to je na chodníku škola. Vielleicht hier ein Foto von einer Schule. Das ist eine Schule, die ist draußen auf dem Fußweg. A s tím se pojí velice pěkná zkušenost. Und damit verbindet sich eine sehr schöne Erfahrung. Jednou večer jsme měli pobožnost. Eines Abends hatten wir eine Andacht. A když jsem tlumočil Boží slovo, und als ich Gottes Wort erklärte, najednou mě Pán Bůh inspiroval, inspirierte mich auf einmal Gott. A já jsem říkal, no vlastně my jsme otevřeli školy na vesnicích, ve slamech, ale pro street children jsme neotevřeli ani jednu školu. Ich sagte, ja, wir haben schon Dorfschulen eröffnet, Slumschulen, aber für Straßenkinder, da haben wir noch nichts getan. A já jsem se cítil pod Božím duchem tak obviněný, jak to, že si zapomněl na ty nejpotřebnější děti. Und durch den Heiligen Geist fühlte ich mich ziemlich schuldig und dachte, wie hatte ich denn die ganze Zeit diese Straßenkinder vergessen können? A já jsem říkal, budeme se dnes modlit za to, aby nám Pán Bůh otevřel dveře, jak bychom mohli otevřít školu pro ty nejbídnější děti, které tam hladoví živoří na ulicích Dak. Und ich sagte dann, ja, wir werden jetzt beten, dass Gott uns zeigt, wie wir Schulen gründen sollen für diese Kinder, die Hunger leiden. So, tak jsme poklekli a modlili jsme se. So knieten wir uns nieder und beteten. A když jsme vstávali und als wir vom Gebet aufstanden, dveře se otevřely do té místnosti, kde jsme se modlili. Öffneten sich die Türen hinein in diesen Raum, in dem wir waren und beteten. A dvě ženy vstoupily dovnitř. Und es kamen zwei Frauen herein. A my jsme zrovna vstávali, tak jsme ještě ze židlemi lomozili. Und wir standen gerade auf. A oni tak přicházeli mezi námi ke mně dopředu, to bylo, ta místnost byla plná lidí. Und sie kamen zu mir und dieser Raum, der war voller Menschen. A já jsem je pozdravil, kamonacho, to je ten pozdrav. Und ich grüßte sie mit dem bangladesischen Gruß. Co mohu pro vás udělat? Was kann ich für euch tun, fragte ich. A oni říkali, my bychom chtěli pracovat. Und sie sagten, wir würden gerne arbeiten. A já jsem se jich ptal, a co byste chtěli dělat? Und ich fragte sie, was würdet ihr denn tun wollen? A oni řekli, my bychom chtěli učit. Wir würden gerne unterrichten, antworteten sie. A ten můj tlumočník, bratr. Und mein Bruder, der Übersetzer. On se tak na mě podíval. Er schaute mich so an. Teď jsme se modlili, abychom mohli otevřít novou školu. Und er sagte, wir haben jetzt gebetet, dass wir eine neue Schule eröffnen können. A jak jsme řekli, amen, Pán Bůh nám poslal dvě učitelky. Und sobald wir Amen sagten, schickte uns Gott zwei Lehrerinnen. Can you understand? Dovedeme si to představit. Sind wir in der Lage, das uns so vorzustellen? Ty dvě učitelky tam pracují dodnes. Diese zwei Lehrerinnen arbeiten dort bis heute. Tento týden za mnou přišli. Sie kamen in dieser Woche, also zu mir. A řekli, protože sponzor, který sponzoruje tu školu, chce skončit sponzorovat tu školu. Und sie sagten, dass der Sponsor, der diese Schule sponsert, damit aufhören möchte. On nám řekl ještě tento měsíc, červen, a už nebudeme to dále podporovat. Und sie sagten jetzt noch dieser Monat Juni, aber danach können wir das nicht mehr unterstützen. A oni přišli za mnou, říkali, prosím tě, pomoz nám, my chceme dále učit v té škole. Und sie kamen zu mir und baten mich, komm, wir möchten doch Modlimese. Oni řekli, chceme učit v té škole. Aha, und sie sagten, wir möchten weiter unterrichten in der Schule. A ty naše děti strašně nás prosí, abychom mohli pokračovat v tom. Und auch die Kinder, sie baten uns, dass wir mit dieser Schule nicht aufhören, dass sie weitergeht. Toto je jedna z nich, das ist, a tam je druhá. Das ist eine von den Lehrerinnen, da hinten die andere. To bylo na počátku. Das war am Anfang. Dneska je celá ta část zaplněna dětmi. Heute ist dieser komplette Teil ganz voll von Kindern. Já jsem tam nedávno byl. Ich war dort vor kurzem. Já bych vám přál ty děti vidět. Ich wünschte euch, dass ihr diese Kinder sehen könntet. To jsou děti, které nemají rodiče. Das sind
Waisenkinder, které spí na chodnicích, die auf den Fußwegen které schlafen, žebrají, die betteln. Častokrát děvčatka jsou někdy napadána zlými muži a zneužívána. Die Mädchen, sie werden oft überfallen von bösen Männern und auch werden vergewaltigt. Tak se snažíme najít pro ně nějaký útulek. Und wir bemühen uns für sie irgendeine Zufluchtsstätte zu finden. A ty děti jsou dneska tak vděčné a šťastné, že mají maminky, že mají bratři, sestřičky, že mají svoji náhradní rodinu. Und diese Kinder, sie sind heute so dankbar und glücklich dafür, dass sie Mamas haben, dass sie Väter haben, Brüder und Schwestern, dass sie eine Ersatzfamilie gefunden haben. Takže můžeme vidět, že skutečně Pán Bůh dělá obrovské zázraky. Und wir können sehen, dass Gott wirklich riesengroße Wunder bewirkt. A já bych mohl pokračovat. Každá ta škola, kterou nám dál, se pojí s jedním takovým zázrakem. Und ich könnte jetzt noch weitermachen, denn jede Schule, die Gott uns gegeben hat, ist verbunden mit so einem Wunder. A dneska už máme v těch školách téměř 1000 dětí. Und heute haben wir in diesen Schulen beinahe 1000 Kinder. Modlete se za ně, milí bratři a sestry. Liebe Brüder und Schwester, bitte betet mit für diese Kinder. A také i za ty učitele, kteří pracují mezi nimi. Und auch für die Lehrer, die sie unterrichten. To je skutečně průkopnická práce. Das ist wirklich eine Pioniersarbeit. To jsou všechno muslimské děti. Das sind alles muslimische Kinder. A kdybyste je slyšeli, jak zpívají naše písně. Und Und wenn ihr hören würdet, wie sie unsere adventistischen Lieder singen, tak byste byli velice inspirovaní. Dann würdet ihr sehr inspiriert sein. Oni zpívají z celého srdce. Sie singen von ganzem Herzen. Oni jsou vděční za každý banán. Sie sind für jede Banane dankbar. Ja. A já věřím, že Pán Bůh udrží tu školu a ještě ji chceme ji rozdělit na dvě, protože těch dětí už je tam hodně moc. Und ich glaube daran, dass Gott diese Schule weiterhalten wird und wir möchten auch diese Schule gerne teilen in zwei Schulen, weil es wirklich schon sehr viele Kinder sind. Ano. No a teď ještě Bangladesch je hlavně nemocnice. Obrovská nemocnice. Und dann gibt es in Bangladesch noch ein sehr großes Krankenhaus. Většina lidí trpí velice bolestmi a nejrůznějšími chorobami. Und die meisten Menschen leiden unter Schmerzen und an den unterschiedlichsten Krankheiten. Žádné pojištění. Es gibt keine Versicherungen. Žádné sociální pomoci. Es gibt keine soziale Hilfe. Žádné důchodové zabezpečení. Es gibt keine Rentenversicherung. A když takový lidé tam, takových je tam hodně moc. Bez nohou, bez rukou. Es gibt viele, různě poškozených. To je vidíte na různých rozích všude. Spát na zemi, na chodnici. Es gibt viele Menschen, sie sind krank, haben keine Beine oder keine Arme und schlafen ja auf dem Fußwegen. Ja. To vás srdce rve a nevíte, jak pomoct. Das bewegt euer Herz dann und ihr wisst dann nicht, wie kann man helfen. Ja. Já jsem začal organizovat misijní cesty. Als ich anfing, Missionsgänge zu organisieren, do různých vesnic, in die einzelnen Dörfer. A mojí takovou vizi bylo mít pojízdnou zubní ambulanci. Und meine pojízdná, jako pojíště. No, jako mobil dental clinic. Aha, also, okay. Also meine Vision war, eine fahrbare, mobile Zahnklinik zu haben. Já pracuji jako ředitel a zubní lékař na Adventist Dental Clinic. Und ich arbeite als Leiter und Arzt in dieser Adventist Dental Clinic, also in der adventistischen Zahnklinik. Jsem velice vděčný za mou manželku a za všechny mé spolupracovníky, kteří tam pracují se mnou. Ich bin sehr dankbar für meine Frau und all die Mitarbeiter, die dort mit mir zusammenarbeiten. Speciálně jsem vděčný za moji nejlepší asistentku, sestru Šiku. Ich bin sehr dankbar für meine beste Assistentin, Otkut. Šika. Assistentka, zubní asistentka. Ja, also sie heißt Šitka und ja, für meine Zahnarztin.
Ona nikdy nechodila do zubařské školy. Sie hat keine Ausbildung durchlaufen für Zahnärzte. Ale ona je specialistkou v zubním lékařství. Aber sie ist eine Spezialistin, was Zahnarzt angeht. Pán Bůh dává někdy v takových zemích lidem speciální obdarování. Und Gott gibt in diesen Ländern oft speziell begabte Menschen. Jednou na naší klinice pracoval přede mnou dříve jeden profesor z Lomalinské zubní kliniky. Und einmal arbeitete auch dort ein Professor von der Loma Linda Klinik. A měli pacienta s impaktovanou zubem moudrosti, oteklou čelistí a... Also da hatte dann jemand so eine große Schwulst vom Weisheitszahn, ein Patient. A on řekl, to tady nemůžeme operovat, to patří do nemocnice, na kliniku. Und er sagte, das können wir hier nicht operieren, das gehört ins Krankenhaus, in die Klinik. A ona řekla tak, když to vy, pane profesore, nebudete dělat, tak já to udělám. Und sie sagte, wenn Sie nicht wissen, Herr Professor, wie Sie das tun, dann mache ich das. A ona to odoperovala, když se lomalinský profesor na to díval. Und sie hat das so alles wegoperiert, dass dann sich der Loma Linda Professor sehr gewundert hatte. Takže já jsem velice vděčný za tu vzácnou mou asistentku. Kdykoliv děláme operaci, tak já si vždycky ji vezmu k sobě. Ich bin deswegen sehr dankbar für diese kostbare Assistentin. Immer wenn wir eine Operation haben, wenn ich eine habe, dann nehme ich sie mit mir. Ja, protože ona má speciální Bohem obdarování pro tyto služby. Weil sie eine spezielle von Gott gegebene Gabe hat für diesen Dienst. Ja. Místní obyvatelstvo trpí nejrůznějšími zubními potížemi. Die Bevölkerung vor Ort leidet an unterschiedlichsten Zahnleiden. V Indii a v Bangladeši se rozmohlo žvýkání drogy pan. Jméno té drogy je pan. In Bangladesch hat sich das Kauen von Drogen namens pan verbreitet. To je takový velký široký zelený list. Das ist so ein großes, breites, grünes Blatt. Na to se dá betelové ořechy. Und darauf gibt man Betelnüsse. Posype se to takovým štiplavým, žlutým a dalším kořením. Und man gibt dazu spezielles gelbes Gewürz, Wurzelwerk oder pak so. Pak se to sroluje jako cigareta. Dann rollt man das zusammen wie eine Zigarette. A žvíká celý den. Und dann kaut man es. A to zahání hlad. Und das... Ja, das bewirkt, dass man kein Hungergefühl mehr hat. Ale je to droga, která všechny zuby zčernají. Aber das ist eine Droge, die bewirkt, dass alle Zähne schwarz werden. Dásně otekou. Dásně otekou. Also der Kiefer verschwindet. Ja. A bleeding, krvácejí. Und es blutet. Ja. A začnou se zuby uvolňovat. Und die Zähne fangen an freier zu werden, dass sie sich bewegen. Všecko v dutině ústní začne pálit a štípat a vznikají tam malé vředy. Und alles fängt dann an zu brennen innerhalb des Zahnfleisches und es kommt dann so bestimmte Schrappi. A začne tam růst nádor, který se nakonec zvrhne v kancer. Und es entsteht dann ein Nádor. Tumor. Krebs, rakovina. Yeah. Ja, es entsteht dann daraus ein Krebs. Ja. Ja. A to destroy, to ničí tisíce lidí. Und das vernichtet tausende von Menschen. Ja. Mezi Hinduisty je pověra. Und den Hinduisten ist ein Aberglaube. Ja. Že dívka se neprovdá, pokud nežvíká pán. Dass das Mädchen nicht vergeben wird, solange es noch nicht diese Droge Pan gekaut hat. So,
Takže dívky, pokud se chcete vdát, žvíkejte pan, jo. Also man sagt dann, wenn ihr also vergeben werden wollt, wenn ihr heiraten wollt, Mädchen, dann kaut zuerst dieses Pan. Aber nein, nein. To je zhouba, která posekává miliony a ničí zdravotní stav milionů žen, hlavně žen. Das ist eine unschöne Sache, die viele, ja Millionen von Mädchen vernichtet. Možná, že vzpomínáš, když jdeme někde do vesnice, to první, co je učím, přestat kouřit, protože muži kouří, a přestat žvíkat pan. Když já jdu na misijní cestu do nějaké vesnice, tak to první, co je učím, tak je vedu k rozhodnutí, aby přestali kouřit a žvíkat pan. Und das ist so, wenn ich ein Dorf betrete, ist das erste, was ich tue, was ich unterrichte, dass sie aufhören zu rauchen und Drogen zu kauen. Takže to je takové to první, k kterým začínáme navazovat kontakt s těmi obyvateli. Und das ist so das erste, wo wir dann anfangen mit diesen Bewohnern den Kontakt zu knüpfen. Možná zítra o tom vypovím něco více. Vielleicht spreche ich morgen mehr dazu. Taky děláme zubní bezplatné ošetření. Und wir bieten auch eine kostenlose Zahnuntersuchung an, Zahnbehandlung. Kdekoliv přijdeme do vesnice, immer wenn wir in ein Dorf kommen, tak se snažíme připravit nějaké nouzové zubní lehátko. Dann bemühen wir uns, ein provisorisches Bett für die Zahnbehandlung zu erstellen. Ošetřujeme nemocné. Und wir behandeln die Kranken. Hlavně ti lidé potřebují povytahovat zlomené zoubky. Und vor allem diejenigen, die es nötig haben, dass man ihnen die gebrochenen Zähne herauszieht. Ja. Jak vidíte z těch obrázků, ty jejich zdravotní stavy jsou velice potřebné. Ja. Und ihr seht auch auf den Bildern, dass ihr Gesundheitszustand das sehr nötig hat, diese Hilfe. Jsem velice vděčný, že z Loma Lindy přijel tým a pomohl nám v jedné vesnici celý týden ošetřovat tisíce pacientů. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ein Team von Loma Linda gekommen ist und das hat in einem Dorf innerhalb einer Woche tausende Patienten behandelt. Během jednoho týdne jsme ošetřili kolem 3000 Patienten. Das war innerhalb von einer Woche haben wir 3000 Patienten behandelt. A v potu tváře, jak se říká. Od rána do noci. Und im Schweiß des Angesichts, wie man sagt, vom Morgen bis zum Abend. Ging das? Jsme pracovali. Und da haben wir dann gearbeitet. Jednou v neděli jsem se dostal do kanceláře vysoce postavené úřednice ve vládě. Einmal kam ich in das Büro, in das von dem Amt eines höhergestellten, ja, einer höhergestellten Person in der Regierung. A když ona se dověděla, co dělám, und als sie bemerkte, was ich tue, tak mě pozvala do své vesnice, ona byla majitelkou jedné vesnice. Dann lud sie mich in das Dorf ein, was ihr gehört. Když jsme tam potom jeli. Und als wir dann in ihr Dorf kamen. A když jsme tam přijeli, na nádvoří nás čekal obrovský zástup lidí. Und als wir dann ankamen, da erwartete uns dort eine riesengroße Menschenmenge. A tak oni mě tam hned představili. Und sie stellten mich dann dort vor. A já jsem jim říkal, já jsem tady jenom jeden zubní lékař, mám několik spolupracovníků s sebou. Und also sie stellten sich ihm vor und er sagte, ich bin ja nur ein einfacher Zahnarzt und ich habe ein paar Mitarbeiter bei mir. Ale vás je tady příliš moc, abychom dnes byli schopni vás ošetřit. Aber ihr seid viel zu viel, ich kann es gar nicht schaffen, alle heute zu behandeln. A já jsem jich poprosil, mějte trpělivost. Und ich bat sie, Geduld zu haben. Nemůžeme ošetřit najednou všechny. Wir können nicht auf einmal alle behandeln. Ale budeme se snažit udělat, co bude v našich silách. Aber wir werden das tun, was in unseren Kräften steht. Když jsme potom začali pracovat, als wir dann mit der Arbeit begannen, tak tady vidíte tu ženu s jejími pomocníky, vysokými hodnostáři v bangladešské muslimské vládě.
Und dann seht ihr dort meine Assistentin und daneben sehr hohe Leute in der Regierung von Bangladesch. A ona jenom říkala, jak to dokážete všecko tak dělat? Ona to jsou všechno muslimští předáci. Oni to říkali, jo? A oni přicházeli, jenom se dívali, jak my ošetřujeme pacienty. Also, sie sind alles Muslims und sie kamen und wollten schauen, wie wir die Patienten behandeln. A v poledne, když nám dávali občerstvení, und am Mittag, als sie uns einen Imbiss gaben, oni se mě ptali, jak kde máte tolik síly, že dokážete tolik lidí najedne rychle ošetřit. Und da fragten sie, wo habt ihr denn die Kraft her, so viel Kraft, um auf einmal so viele Leute zu behandeln? A já jsem říkal, my jsme křesťané a my věříme v živého Boha. Und ich sagte, wir sind Christen und wir glauben an einen lebendigen Gott. A tak on nám pomáhá. Und er hilft uns. Když bylo 9 hodin večer, als es 9 Uhr abends war, ona přišla za mnou. Kdo je ona? Ta paní, která nás pozvala z té vysoké pozice ve vládě. Kam dann diese Frau, die uns eingeladen hatte, zu uns. My jsme teď v její vesnici. Ano. A ona říkala, já jsem slyšela, že děláte přednášky. Und sie sagte, ich habe gehört, dass ihr Vorträge haltet. Můžete učit moje lidi? Könnt ihr auch hier meine Leute unterrichten? A tak jsme v 9 hodin večer. Und so um 9 Uhr abends. Otevřeli prezentace. Begannen wir eine Präsentation. A tam bylo tolik lidí, že nebylo vůbec vidět. Několik tisíc lidí tam bylo večer zhromážděn. Und es waren wirklich sehr viele tausende Menschen, einige tausend, die man gar nicht überblicken konnte. A tady s pomocí jednoho kazatele jsme učili 2 hodiny až skoro do půlnoci. Und so lehrten wir dann mit Hilfe eines Predigers die Leute bis Mitternacht. A když jsme večer odjížděli z té vesnice kolem půlnoci. Und als wir dann gegen Mitternacht das Dorf verließen, ta paní, ta vedoucí té vesnice z té bangladešské vlády mi řekla, sagte mir dann diese Leiterin aus des Dorfes von der Bangladesch-Regierung, dneska jste ošetřili všechny lidi. Ihr habt heute alle Menschen behandelt. Já jsem říkal, to není možné. Und ich sagte, das ist unmöglich. Já jsem přesvědčený, že tu neděli Pán Ježíš jako zubní lékař pracoval s námi se svými okřídlenými asistenty. Ich bin davon überzeugt, dass Gott als Zahnarzt mit uns zusammengearbeitet hat mit Hilfe seiner beflügelten Mithelfer. Minulý týden ta paní přišla znovu na kliniku. Letzte Woche ist diese Frau wieder zur Klinik gekommen. A prosila mě, přijeďte znovu do mé vesnice. Und sie sagte und bat uns, kommen Sie bitte wieder in mein Dorf. Moji lidi se pořád ptají, kdy pozvete znovu toho doktora. Meine Leute, die fragen mich schon andauernd, wann kommt denn der wieder, der da bei uns war. Modlete se za tu paní. Betet auch für diese Frau. To je muslimská vedoucí, vysoce postavená žena v bangladešské vládě. Das ist eine in hoher Position stehende muslimische Frau in der Regierung von Bangladesch. Ale ona je velice zasažena naší adventní misí. Und sie ist von unserer Adventmission sehr berührt. Ona mi řekla, prosím vás, postavte tady školu, nemocnici, kliniku, i váš kostel tu postav. Und sie sagte, bitte öffnen Sie dort, bauen Sie dort Ihre Schule, Ihr Krankenhaus, aber bitte auch Ihre Gemeinde. Já vám dám místo, prostor, učte a veďte moje lidi. Ich gebe Ihnen eine Stätte, bitte kommen Sie hin und unterrichten Sie meine Leute. Milí bratři a sestry, Pán Ježíš řekl, žen je veliká, ale dělníků je málo. Meine Brüder und Schwester, Gott hat gesagt, die Ernte ist groß, aber es gibt weniger Arbeiter. Ja. Největší potřebou jsou dobrovolní bratři a sestry, kteří jsou ochotní jet a pomoci v takových zemích. Am meisten nötig sind Brüder und Schwestern, die bereit sind zu helfen und in diese Länder zu fahren. Die das freiwillig tun. A já věřím, že tady je plno mladých lidí. Und ich glaube, dass hier viele junge Leute sind. A cítí působení Ducha Svatého, který je oslovuje. Und ich empfinde oder ich fühle
das Wirken des Heiligen Geistes, der diese Menschen anspricht. Víte, častokrát mě lidé prosí, abych se modlil za jejich uzdravení. Wisst ihr, oft bitten mich die Menschen, dass ich für ihre Heilung bete. Častokrát po sobotním zhromáždění přicházejí maminky s dětmi a různě nemocní lidé a máme velké modlitevní zhromáždění. Oft kommen jeden Abend Mütter mit ihren Kindern und auch andere Kranke und wir bilden dann Gebetsgemeinschaften. Jednou jsem byl pozvaný do vesnice jménem Chaulal. Einmal war ich eingeladen in ein Dorf namens Chaulal. A v sobotu, jednou sobotu dopoledne jsem tak to vyšlo, že jsme tam jeli do té vesnice. Und an einem Sabbatvormittag ergab es sich, dass wir in dieses Dorf kamen. A když jsme teď procházeli s některými bratřími ze sboru, kteří mě tam vedli. Und als wir dort mit einigen Geschwistern von der Gemeinschaft, die mich dort führten, spazieren gingen, tak jsme byli velice, velice atraktivní pro moc lidí. Waren wir für viele Menschen ziemlich attraktiv. A tak jsme pořád šli přes tu vesnici. Und so gingen wir immer durch dieses Dorf. Až jsme nakonec přišli až na konec té vesnice. Bis wir dann zu dem Dorfende kamen. A tam bylo takové nádvoří. Und dort befand sich ein Hof. A velká cesta. Und ein großer Weg. Mnoho lidí po ní chodilo. Und dort gingen viele Menschen auf diesem Weg. A tak jsem tam teď zůstal stát. Und dort blieb ich stehen. A tak jsem říkal, no, kde budeme mít zhromáždění? Und ich fragte, gut, wo werden wir jetzt die Versammlung haben? Ale to tam není velký problém. Aber das ist dort kein großes Problem. Netrvalo 2-3 minuty. Das dauerte nicht 2-3 Minuten, nicht mal 2-3 Minuten. Bylo to nádvoří postupně plné. Und dann schon war dieser Hof immer voller. Mě tlouklo srdce. Und mein Herz schlug. Also já jsem se jenom modlil, Pane Ježíši, jaké je tvoje slovo? Und ich betete Gott, Herr Jesus, was ist dein Wort? Tady je většina muslimů. Die Mehrheit von diesen Leuten sind Moslems. Já jsem tady nikdy nebyl ještě. Ich war hier noch nicht gewesen. Já jsem jenom věděl, že někdo z té vesnice, protože jsem byl v předcházející vesnici asi 2-3 týdny, mě pozval do té její vesnice. Ich wusste nur, dass ich eingeladen wurde in dieses Dorf, weil ich 2-3 Tage vorher in dem Nachbardorf gewesen war. Ale Pán Bůh mě inspiroval tím příběhem z Evangelia 5. kapitoly. Evangelia Janova 5. kapitoly. Und Gott inspirierte mich, dass ich zu dem Evangelium des Johannes, das 5. Kapitel, sprechen sollte. A tam je napsáno o tom muži, který ležel u toho rybníka Bethesdy 38 let ochrnutý. Und ihr kennt ja das Gleichnis von dem Gelähmten, der an dem Teich von Bethesda lag, die 40 Jahre. A ten příběh mi tak všel do srdce a do úst. Und diese Begebenheit, sie ergriff so sehr mein Herz und kam in mein Mund. Takže jsem oslovil celé to zhromáždění. So dass ich dann die gesamte Versammlung ansprach. A tak jsem cítil, jak Pán Bůh mě vede a dává mi takovou dobrou inspiraci. Und ich bemerkte, dass Gott mich führt und mir so eine gute Inspiration gibt. A tak jsem začal ten příběh pomalu rozebírat a aplikovat do té celé situace, tak jsem se snažil vžít do života těch obyvatel, kteří tam žijí. Und ich bemühte mich hineinzuversetzen in die Lage dieser Menschen, die dort waren. A teď najednou přinesli takového ochrnutého člověka a položili mi ho po mé levé straně tady na zem. Und sie brachten mir einen verdorrten, gelähmten Menschen auf einmal und legten sie dann so an meine Seite. A kdykoliv jsem se na něho podíval, tak on byl jenom kost a kůže, ležel bezvládně, ale ty jeho oči se přímo vbodávaly do mých očí. Und als er dann so da lag, er lag kraftlos da, nur aus Haut und Knochen, aber seine Augen, sie stachen in meine Augen. So, tak já jsem se ani moc na něho nedíval, protože to bylo velice silné, prozebné oči.
weil das, und ich schaute ihn dann gar nicht an, weil das silne, čeho? Silne prosebne. Ja. Weil das für mich auch sehr stark war und ich das nesnášil si. Oči, které mě prosili o pomoc. Also das war für mich unerträglich, diese Augen, die mich um Hilfe baten. A když jsem teď přišel k tomu momentu, když Pán Ježíš řekl, ja, chceš být zdrav? Und als ich dann zu dem Moment kam, wo Jesus sagt, möchtest du gesund sein? A pak mu řekl, vstaň, vezmi své lože a jdi domů. Und als er dann sagte, steh auf, nimm dein Bett und geh. Tak všichni lidé ukazovali na toho muže. Dann zeigten alle Menschen auf diesen Mann. A já jsem nerozuměl. Und ich hatte es nicht verstanden. Já jsem si říkal, proč všichni lidi na něho ukazují? Ich fragte mich, warum zeigen denn all diese Menschen auf ihn? Protože já jsem byl plný, přemýšlel jsem, jak Pána Ježíše přiblížit všem těm obyvatelům, kteří tam stáli přede mnou. Denn ich überlegte, wie ich den Herrn Jesus diesen Menschen näher bringen konnte, die sich hier befanden. A z té cesty mnoho lidí přicházelo a nás tam bylo čím dál více a více. Und es kamen immer mehr Menschen hinzu von diesem Weg und es waren wirklich immer mehr, die sich hier befanden. Ale najednou mi to došlo. Aber dann wurde es mir klar. Najednou jsem si uvědomil, co vlastně ti lidé chtějí. Mit einem Mal wurde mir klar, was diese Menschen eigentlich von mir wollten. A mě polil studený pot. Kaltes Wasser, es lief mir wie kaltes Wasser über den Rücken. Ja. Protože já jsem si uvědomil, že oni budou chtít vidět nějaký takový zázrak. Weil ich nun bemerkte, dass sie sehen wollten, dass jetzt so ein Wunder passiert. A já, mě se rozbušilo srdce. Mein Herz schlug immer stärker. A já jsem velice rychle ukončil ten celé to zhromáždění. Und recht schnell beendete ich diese gesamte Versammlung. Já jsem je pozval všechny do té předcházející vesnice. Und ich lud sie alle in das vorherige Dorf ein. A tak jsem je rozpustil jako domů. Und so schickte ich sie nach Hause. A sám jsem odešel dozadu, tam byla takový domeček s doškovou střechou a vlezl jsem pod ní, že ona byla nízko, tak mě nebylo vidět. Und ich ging dann hinweg. Dort befand sich ein Haus mit einem niedrigen Eingang und ich kroch durch den Eingang hindurch, sodass ich nicht mehr zu sehen war. Ale můj tlumočník, aber mein Übersetzer, všichni lidé čekají, že se budeš modlit za toho muže. Alle Menschen hier warten darauf, dass du für diesen Mann jetzt beten wirst. A já mu říkám, no, ja, budeme se modlit. Und ich sagte, ja, wir werden beten. Ale ti lidé tady přišli jenom ze zvědavosti. Aber diese Menschen sind jetzt nur gekommen aus Neugierde. Počkáme, až odejdou domů. Lasst uns warten, bis sie alle nach Hause gegangen sind. A potom my, co jsme tady ze sboru, tak půjdeme a budeme se s ním modlit. Und dann werden wir von der Gemeinde dann zu ihm hingehen und beten. Ale on mi řekl, víš, nikdo nepůjde domů, oni všichni čekají na tu modlitbu. Und er sagte, weißt du, es geht jetzt von ihnen keiner nach Hause, die alle warten auf das Gebet. Já vám řeknu, bratři a sestry, já jsem nevěděl, co dělat. Und ich sage euch, Brüder und Schwester, ich wusste nicht, was ich tun soll. Já jsem se modlil. Ich betete. Pane Ježíši, co mám dělat? Herr Jesus, was soll ich tun? A mě tlouklo hrozně moc srdce. Und mein Herz schlug schrecklich stark. Protože tam bylo hrozně moc lidí. Weil dort wirklich sehr viele Menschen waren. A to Boží slovo mocně působilo. Und Gottes Wort wirkte stark. A já jsem cítil takovou zvláštní duchovní Boží atmosféru. Und ich empfand eine besondere geistliche Atmosphäre Gottes. A já jsem nechtěl dělat něco jenom pro jakousi okázalost anebo teatrálnost. Und ich wollte nicht irgendeine Show oder Theatersache machen. Ale když ten bratr, ten můj tlumočník, mi říkal, víš, ale měl bys tam jít a modlit. Aber als mir mein Übersetzer sagte, weißt du, du solltest dorthin gehen und jetzt beten. Tak já jsem mu řekl, dobře, tak já se budu modlit nahlas a ty budeš tlumočit, aby všichni rozuměli té modlitbě a mohli
se toho účastní. Dann sagte ich ihm, gut, ich werde jetzt laut beten, du wirst übersetzen, damit alle Menschen das Gebet verstehen werden und in der Lage sind, mit mir mitzubeten. A tak jsme šli zpátky k tomu ochrnutému člověku. Und so kamen wir dann zurück zu diesem verdorrten Menschen. A já jsem si klekl na zem k němu. Und ich kniete mich nieder zu ihm. A já jsem vzal jeho ruce do svých. Und ich nahm seine Hand a in meine Hände. Ruku jsem dal na jeho hlavu. Und meine andere, zweite Hand, die gab ich, hatte ich auf seinen Kopf. Všichni ti lidi nás obstoupili ze všech stran. Und all diese Menschen umringten uns von allen Seiten. A když jsem se začal modlit, und als ich anfing zu beten, nastalo takové ticho, trat so eine Stille ein. A víte, někdy, jak jdete do kostela, tak byste uslyšeli špendlík spadnout. Ihr wisst, wenn man in die Kirche geht, dann könnte man sogar eine Nadel fallen hören. A já jsem cítil, že Pán Bůh teď k nám promlouvá. Und ich bemerkte, dass Gott jetzt zu uns spricht. A už se vám to určitě stalo, že jste se modlili modlitbu, kterou vám Pán Bůh dává do srdce. Und ihr habt es vielleicht auch schon mal bemerkt, dass ihr ein Gebet betet, was Gott ins Herz gibt. To je jeho modlitba, kterou on vede přes vás. Dass es sein Gebet ist, das er durch euch führt. A to byla přesně taková modlitba. Und das war genauso ein Gebet. To byla Boží modlitba. Das war ein Gebet Gottes. A když jsem skončil modlitbu, und als ich mit dem Gebet fertig war, tak jsem mu silně stisknul ruku, dann drückte ich stark an seine Hand. A já jsem mu říkal, věř v moc Boží, věř v moc Ježíše Krista. Und ich sagte ihm, glaube an die Macht Jesu Christi. Jestli to je jeho vůle, on tě může uzdravit hned. Wenn es sein Wille ist, kann er dich jetzt heilen. Ale on brzy přijde. Aber er wird bald wiederkommen. A když přijde, tak budeš zdravý, silný ve vší moci a síle zdravého mladého člověka. Und du, wenn er dann wiederkommt, dann wirst du gesund sein, wirst stark sein und ja, ein gesunder, starker Mensch. Ale dej mu svoje srdce, odevzdej mu svůj život. Aber gib ihm dein Herz, übergebe ihm dein Leben. A takže jsem držel jeho ruku a takto jsem promlouval k němu. Und ich hielt seine Hand und sprach so zu ihm. A potom a hned na to přišli další lidé, tahali mě a prosili, pojď k mé mamince, je těžce nemocná, modli se za ní. Někdo mě volal k jeho sestře a do dalších domů. Und dann kamen andere Menschen, zogen mich, erfassten mich und zogen mich und sagten, bitte komm mit, bete auch für meine Schwester und für denjenigen. Also immer weitere Bitten kamen dann. Tak jsem se s ním rozloučil. So verabschiedete ich mich von diesem Mann. A šel jsem do dalších míst. Und ging dann zu den anderen Stellen. A modlili jsme se ještě i v dalších domech. Und wir beteten dann auch in diesen anderen Häusern. A sotva krátce na to, und kurz danach, ten muž vstal, stand dieser Mann auf, a děkoval Bohu a chválil ho. Und dankte Gott und pries ihn. Ja. Tento muž chodí do dneska. Dieser Mann läuft bis heute. On mi dal vzkaz. Er hat mir ein Hinweis gegeben. Prosím tě, přijď brzy, já chci být pokřtěný, já chci být křesťanem jako. Und er sagte auch zu mir, bitte komm zu mir, ich möchte getauft werden, ich möchte ein Christ werden. Modlete se za něho. Betet auch für ihn. To je velice silná zkušenost. Das ist eine ziemlich starke Erfahrung. Jak Pán Bůh vyslýchá bezprostředně naše modlitby. Wie Gott direkt unsere Gebete erhört, unmittelbar erhört. A tady mám jenom na obrázku, to je on. Když jsem po té modlitbě ho zvedl, podepřel rukou, aby nespadl dolů. Das ist er, als ich ihn erhob bei diesem Gebet, dass er nicht auf die Erde fällt, nicht umfällt. To jsou obrázky, které je to jenom prostě kost a kůže, člověk úplně bez vlády. Tam byl přinesený na nosítkách. Also er wurde hergetragen. Und er war einfach nur aus Haut und Knochen. Ten člověk nebyl schopný chodit.
Er war nicht in der Lage, laufen zu können. Ale Pan Bůh mu dal speciální moc a sílu. Aber Gott hat ihm spezielle Kraft und Stärke verliehen. Ten člověk je velice vděčný. Dieser Mann ist sehr dankbar. A Pan Bůh dělá velké zázraky. Und Gott tut große Wunder. Víte, ne pokaždé, když se modlíme, Pan Bůh udělá takový zázrak. Ihr wisst, nicht jedes Mal, wenn wir beten, bewirkt Gott so ein Wunder. Ale zítra vám budu vyprávět další zázraky, které Pán Bůh uskutečnil. Aber morgen werde ich euch von weiteren Wundern berichten, die Gott bewirkt hat. A není to ani jeden, ani dva, ani tři. Je už to celá řada lidí, které Pán Bůh pozvedl z některých velice těžkých nemocí. Es sind nicht nur ein, zwei oder drei Leute, das sind mehrere, die Gott aus solchen schwierigen Situationen emporgehoben hat. Ano. A takže pomáháme lidem, jak se dá. Und so helfen wir den Menschen, so wie es möglich ist. Jak vidíte, rozdáváme přikrývky. Wie ihr seht, verteilen wir Decken. A rozdáváme také i oblečení. Und wir verteilen auch Kleidung. Také moskitonety. Und auch moskitonet. Moskitonet. Netze. Netze, ja, okay. To je ochrana proti komárům. Das dient zum Mückenschutz. Takže je to vlastně ochrana před malárií, dengue fever a dalšími těžkými onemocněními. Das dient zum Beispiel zum Schutz vor Malaria und anderen schweren Krankheiten. Mohl bych vám vyprávět příběhy těch lidí, jak je tady vidíte. Ich könnte euch die Geschichten erzählen von den Menschen, die ihr hier seht auf Velkou den Fotos. Velkou pomocí jsou také šicí stroje. Und eine große Hilfe sind für uns auch Nähmaschinen. Jednou jsem byl na návštěvě u jednoho kazatele. Einmal war ich zu Besuch bei einem Prediger. V pokoji byla na zemi jedna žena s dvěma dětmi. Und im Zimmer war eine Frau mit zwei Kindern. A on mi řekl, oni nemají kde být, nemají co jíst, abych jim pomohl. Und der Prediger sagte, ja, sie haben keine Wohnung, sie haben kein Essen, vielleicht kannst du helfen. A on mi řekl, kdyby si jim opatřil takový šicí stroj, tak ona umí na tom šit, to by zachránilo jejich rodinu. Und er sagte zu mir, wenn du ihr so eine Nähmaschine besorgen könntest, dann könnte sie damit arbeiten und das würde ihr Leben retten. A já jsem byl velice vděčný za takovou inspiraci. Und für diese Inspiration war ich sehr dankbar. Maybe 80 Euro, ja, můžete koupit takový šicí stroj. Für 80 Euro kann man so eine Nähmaschine kaufen. Možná ani ne, možná 50. Vielleicht auch schon, ja, eher für 50 Euro schon. Ja. A je to pomoc pro celou rodinu. Und diese Nähmaschine ist eine Hilfe für die gesamte Familie. A takových šicích strojů už jsme rozšířili celou řadu. Und solche Nähmaschinen, von denen haben wir schon eine ganze Reihe verteilt. Další obrovskou pomocí jsou rikše. Eine weitere große Hilfe sind rikše. Rikše. Ja, was ihr auf diesen Bildern hier seht, ja, kann man jetzt nicht drunter vorstellen. Rikšets, ja. Tady můžete vidět donated by Jonáš, to je one boy from Germany, from Czech Republic who moved to Germany. Tato rikša byla darovaná tím chlapcem, který svoje úspory, které měl doma, poslal do Bangladeše, aby jedna rodina mohla dostat rikšu a uživit se. Das ist eine Spende von jemanden aus Deutschland, der Geld gegeben hat, damit eine Familie überleben kann. Ja. A zítra vám povyprávím zkušenost, která se pojí s některými těmi lidmi, zvláště s tímto bratrem. Und auch aus Tschechien kommen solche Spenden und ich werde euch morgen dann erzählen einige Erfahrungen, die sich verbinden mit diesem Bruder. Obrovskou pomocí jsou studny. Eine sehr große Hilfe sind v současné Brunnen. Době stavíme dvě nebo tři, nebo jsme už dokončili další studny, které jsou někdy pomoci pro celou vesnici. Wir bauen manchmal zwei, drei Brunnen, die dann eine Hilfe darstellen für das ein gesamtes Dorf. Ano. No a to, co je vlastně takovým tom nejdůležitějším, und das, was am wichtigsten ist,
to je ta, ta zvěst Božího slova. Das ist die Verkündigung des Wortes Gottes. Kdekoliv přijdeme. Tři minuty. Ano. Ja, also egal wo wir hinkommen. A tak máme obrovská zhromáždění. Haben wir sehr große Versammlungen. Celé vesnice jsou zhromážděny. Ganze Dörfer sind versammelt. A mnoho lidí už bylo pokřtěno. Und es wurden schon viele Menschen getauft. Posledních dvou měsících každý týden jsme měli křty. In den letzten zwei Monaten hatten wir jede Woche Taufen. A já jsem se rozhodl, že do každé vesnice, do které vstoupíme, und ich habe entschieden, dass in jedes Dorf, in das wir kommen, necháme aspoň jednu Bibli. Wir mindestens eine Bibel da lassen. A tak můžete tady vidět, und so könnt ihr hier sehen, že vždycky dáváme výzvy, dass wir immer Aufrufe geben, a mnoho lidí vstává a přichází dopředu. Und viele Menschen stehen auf und kommen nach vorne. Mnozí lidé nejenom proto, že přijali Pána Ježíše do svého srdce. Nicht viele Menschen nur deswegen, weil sie Jesus in ihr Herz aufgenommen haben. Ale mnozí se i rozhodují, že se dají pokřtit. Sondern viele entscheiden, sich taufen zu lassen. A tak můžete vidět, že od té doby, když jsem se rozhodl proto, jsme v každé vesnici nechali aspoň jednu nebo dvě Bible. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, in jedem Dorf mindestens ein, zwei Bibeln dazulassen. A takže kdekoliv přijdeme. Und deswegen, wo wir auch hinkommen. Někdy ta cesta je velice svízelná. Manchmal ist dieser Weg ziemlich schwammig. Se snažíme pomáhat Božím slovem a vším tím, co napomáhá k tomu, aby lidé byli připraveni pro Boží království. Und so bemühen wir uns, Gottes Wort zu verkündigen und den Menschen zu helfen, dass sie vorbereitet sind für Gottes Reich. A dneska mohu říct, že jsme spolupracovali s jedním bratrem z Německa, který dal donation na postavení této modlitebny v Pahat. Und ich kann euch sagen, dass wir auch mit einem Bruder aus Deutschland zusammengearbeitet haben, der uns geholfen hat, dass dieses Haus entstehen konnte. A tady je při vysvěcení této modlitebny několik obrázků. Und hier sehen wir einige Bilder von der Einweihung dieses Hauses. Když jsme mohli slavnostně tuto modlitebnu zasvětit pro Boží účely a otevřít. Und wir konnten diese Kapelle heiligen für Gottes Werk und eröffnen. A také i tady vidíte ty krásné chvíle, kdy se lidé rozhodují a přijímají Pána Ježíše. Ihr seht hier diese schönen Augenblicke, wo die Menschen sich für Jesus entscheiden und sich taufen lassen. Pán Ježíš řekl, co jste kolik učinili jednomu z těchto mých bratří nejmenších, mně jste učinili. Jesus hat gesagt, was er einen dieser geringsten von meinen Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. A proste Pána žně, protože žen je veliká, ale dělníku málo. Und bitte den Herrn der Ernte, denn die Ernte ist groß, aber der Arbeiter ist wenig. Ať vyšle více dělníků na svou žeň. Mögen mehr Arbeiter in die Ernte gehen. Uzdravovat, heilen, a vzkřísit, und auferwecken, aufstehen, kázat, verkündigen, učit, predigen, lernen. A křtít ve jméno Otce, Syna i Ducha Svatého. Taufen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. A on nás ujišťuje, a neboj se, neboť já jsem s vámi vždycky. Und er versichert uns, habe keine Angst, denn ich bin bei dir immer. Ano, a já přijdu velice brzy. Und ja, ich komme recht bald. A kéž Pán Bůh požehná všem nám. Und möge Gott uns alle segnen. Abychom, když on přijde, damit wenn er kommt, mohli uslyšet z jeho úst, wir aus seinem Wort hören können, aus seinem Mund hören können, to dobře služebníče, dobrý a věrný, gut gemacht, guter und treuer Arbeiter, nad malem si byl věrný, nad mnohem tebe ustanovím, du bist über wenig treu geblieben gewesen, ich werde dich über vieles setzen, vejdi v radost Pána svého, geh ein in die Freude des Königreichs deines Herrn. Gottes besegnete, ich wünsche dir. Ich wünsche euch Gottes Segen. Ja, ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich war sehr bewegt. Bewegt von den Bildern, bewegt von den Geschichten. Und ich denke, es wird sich sehr lohnen, morgen Vormittag wieder hier zu sein. Wir werden morgen Vormittag hier die Predigt haben, ab 10.45 Uhr dann wieder auch live im Internet zu verfolgen.
Und wir freuen uns, wenn ihr dann auch morgen alle hier dabei seid. Und wir werden am Sonntag noch ein weiteres Thema haben, um 14 Uhr am Sonntagnachmittag. Und auch dort wird es um diese Missionsgeschichten gehen. Und ich denke, es wird uns selbst herausfordern. Und wir werden selbst uns einmal überlegen müssen, was wir noch beitragen können, nicht wahr? Wahrscheinlich ist es euch so auch gegangen. Und wir sind froh und dankbar, Milan, dass du uns Einblick gegeben hast, schon ein bisschen deine Arbeit, und sind auch gespannt auf die weiteren Erfahrungen, die du uns morgen berichten wirst. Und wir sagen euch jetzt einen guten Nachhauseweg. Wir wollen noch einmal gemeinsam beten. Lasst uns gemeinsam aufstehen und den Abend beschließen und den Sabbat auch beginnen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir jetzt diese ermutigenden und auch herausfordernden Worte gehört haben, dass wir in unserem Denken wieder herausgefordert sind, was wir beitragen können, damit das Evangelium in alle Welt geht. Du hast gesagt, dass alle Nationen, Völker, Stämme und Sprachen erreicht werden sollen. Und wenn wir diese Bilder sehen, dann realisieren wir, dass noch vieles zu tun ist. Und wir wissen, dass nur durch deine Kraft und durch deinen Geist das Werk abgeschlossen werden kann. Und wir möchten dich bitten, dass du jetzt bei uns bist, dass du uns gesund nach Hause bringst, dass wenn wir morgen diesen Sabbattag haben, diesen besonderen Sabbattag, dass du uns in einer besonderen Art und Weise bei uns bist, uns segnest und dass wir erkennen, welche große Aufgabe du für uns gegeben hast. Amen. Amen. Also, einen guten Nachhauseweg euch und viel Freude beim weiteren Schauen auf Joel Media TV. Ihr könnt euch noch die Kantor Study Hour anschauen, könnt euch andere Videos anschauen, es gibt noch viel zu entdecken. Und wir sehen uns morgen wieder hier in der Gemeinde oder auch auf der Internetseite. Gottes Segen für euch. Tschüss. As water to the thirsty, as beauty to the eyes, as strength that follows weakness, as truth instead of lies, as song time and spring time and summer time to be, so like meeting after parting, like sunshine after rain, like moonlight and starlight and sunlight on the sea, so is my Lord, my living Lord, so is my